Slay the Spire! Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus! Die letzte Folge kam ganz okay an. Einige haben sich auf jeden Fall gewünscht, dass ich noch eine Folge mache. Und ja, machen wir. Heute spielen wir Die Stille. Ich habe mir, by the way, richtig viele, sieht man das hier irgendwo, Community Hub. Ich habe mir im Community Hub unter Workshop ganz viele Sachen abonniert. Goggly Eyes zum Beispiel, bliblablub. Sind auch alle abonniert, aber ich weiß nicht, wo ich sie in-game einstellen kann. Wenn irgendjemand von euch mal Slay the Spire mit Mods gespielt hat, kann er mir aber sagen, wo das geht. Es geht hier nicht in Eingabeoptionen, nicht in Spieloptionen. Keine Ahnung, wo es gehen soll. Also bitte mal schreiben. Danke. Küsschen. Auf jeden Fall spielen wir heute, ja, die Stille. Keine Ahnung, was die kann. Gefühlt hat sie weniger Leben. Ja, hat weniger Leben. Und kann zu Beginn jedes Kampfes 2 Karten mehr ziehen. Das klingt gut. Spielen wir. Und wenn wir nämlich mit der Einwand gemacht haben, dann kriegen wir auch gleich schon den nächsten. Aber ich hätte jetzt richtig gern diese Mods hier drin, to be honest. Geht aber nicht. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wo. Du willst noch einen Versuch? Okay, in den nächsten 3 Kämpfen haben Gegner 1 TP. Oder wir können unsere Max-TP hochpacken. Da die ersten Gegner wahrscheinlich eh nicht so krass sind. Ach, aber wir heilen uns nicht, ne? Der andere konnte sich heilen. Sie kann sich nicht heilen. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, ich nehme mal plus 7 TP, Max-TP mit. Das ist bestimmt ganz cool. Ich finde immer gut diese Fragezeichen, deswegen gehen wir den Weg hier ganz links. Oh, die sind ja süß, die sehen aus wie kleine Pokémon. Also, und ich weiß jetzt halt noch gar nicht, ich habe die Stille noch nie gespielt, deswegen weiß ich auch nicht, was sie kann. Sie kann ganz normal angreifen und sie kann auch blocken. Okay, soweit so wie der erste Typ. Halte 8 Block, wirf eine Karte ab. Ah ja. Ja, moin, dann erstmal blocken. Die hat auch genau... Das war zu viel, ne? Ja, ich hätte nur 2 Blocks einsetzen sollen. Egal. Egal. Und sie hat auch 3 Energie. Okay. Füge 3 Schaden zu, wende 1 schwach an. Okay, gut, hier machen wir erstmal den kaputt. Langt das schon? Nee. Hä, warte, die rollen sich zusammen? Was ist hier los? Zusammenrollen. Rollt sich bei Angriff Schaden ein und erhält 5 Block. Ah, okay. Hätte man vielleicht vorher lesen sollen, aber na gut. Voll das Raupi, dass er mir hier die ganze Zeit seine Spinnfaden ins Gesicht buddelt. Adaptungsrank und eine neue Karte. 2 mehr Energie finde ich gut, nämlich... Und wir nehmen natürlich das Fragezeichen, weil Fragezeichen sind immer am witzigsten. Dein Weg führt dich durch einen langen Korridor, wo du eine Banane, einen Donut und eine Kiste herumschweben siehst. Nein, bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass sie an Schnüre gebunden sind, die aus Löchern in der Decke kommen. Du hörst ein leises, komisches, hebisches Kichern von oben. Als du dich einem Objekt näherst, was tust du? Er erinnert ein bisschen an Half-Life. Da gibt es ja auch diese Dinger an der Decke, die einen immer hochziehen wollen. Und ich glaube... Was... Man weiß nicht, was für ein Relikt man bekommt. Ach egal, komm hier, Relikt. Murmelsack. Wende zu Beginn jedes Kampfes einfach wundbar auf alle Gegner. Perfekt, finde ich okay. Dafür die Reue mitnehmen, da reue ich gerne. Ah nein, da ist sie gleich schon. Oh nein, jetzt müssen wir so viele Karten einsetzen, wie geht. Mach einmal Block, damit ich weniger Damage bekomme. Und den einen Typen können wir auf jeden Fall... Oh. Da ist er schon weg. Ja moin. Das ging schneller als erwartet. Hä? Ach so, hier war hier die... Genau, wegen dem Murmelsack. Jetzt sind die verwundbar und deswegen machen wir mehr Schaden. Jetzt macht alles Sinn. Oh, ich habe trotzdem meine TP verloren. Das geht nicht durch den Block durch. Diese Reue. Okay, das ist ja super gemein. Das finde ich wirklich fies. Eine sehr fiese Karte. Fiese Map-Karte. Dann hätte ich die gerne nicht so häufig, wenn es möglich... Da ist sie schon wieder! Oh mein Gott, ich glaube, das ist das Schlechteste, was ich machen konnte. Warum habe ich diese Karte mitgenommen? Oh, ich bin so ein Dummkopf. So dumm. Ja, kann ich die Reue nicht einfach einsetzen? Hä? Ach, ich habe die Reue jetzt abgeworfen. Ja, okay, das geht natürlich auch. Aber jetzt habe ich keine Karten. Was? Kannst du bitte neue Karten nachziehen? Ich habe noch 2 Energie. Oh, voll lame. Was? Ich verstehe gar nicht, was gerade abgeht. Ja, komm, stirb einfach und dann ist gut. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit diesem Charakter. Dann lieber den Dolchfächer. Klingt ganz gut. Und wir gehen natürlich wieder mit dem Fragezeichen. Du kommst an einem glitzernden Wasser vorbei, das endlos aus einem Brunnen auf einer nahen Mauer sprudelt. Entferne alle Flüche aus deinem Becken. Ja, moin. Danke, da ist die Reue wieder weg. Als du das Wasser trinkst, spürst du, wie sich ein dunkler Griff löst. Danke. Guck, das, wir nehmen auch gleich das nächste mit. Immer auf die Fragezeichen. I don't care. Was gibt's sonst zu erzählen, Leute? Ich habe gestern, habe ich auch in der letzten Folge angekündigt, ich habe jetzt Kikis kleiner Lieferservice, heißt es, glaube ich, geguckt. Auch ein Ghibli-Film, tatsächlich. Und ich fand ihn schlechter als Pompoko, aber er war trotzdem ganz schön süß, muss ich sagen. Nimm 2 Messer auf die Hand, das klingt gut. Messer klingt gut. Brauchen wir Heilung? Eigentlich nicht. Aber wir müssen diesen Weg gehen. Wir könnten ja auch schmieden. Ja, wir schmieden mal was. Habe ich noch nie gemacht.
Was ist denn unsere beste Karte? Messer? Oh, Tatsache, guck mal, das fügt 4 Schaden zu und kostet 0. Krieg ich dann 3 Messer? Oh ja, 3 Messer. Oh, 3 Messer. Nom nom nom. Okay, cool. Messertanz plus. I like. Und wir geben ein Fragezeichen. Du kommst in einen Raum, wo du ein großes Loch im Boden findest. Als du dem Loch näher kommst, erscheint daraus eine enorme Schlangenkreatur. Wie einfach aussieht. Das ist doch keine Schlange, das ist ein Tentakel. Hoho, hallo, hallo. Was haben wir denn hier? Hallo, Abenteurer. Ich stelle dir eine einfache Frage. Am erfülltsten ist das Leben, in dem du alles kaufen kannst. Stimmst du zu? Okay, wir können Geld bekommen. Dafür werden wir aber verflucht, was uns Schwäche gibt. Brauchen wir die... Ich will kein Geld. Nee, nee. Die Schlange glotzt dich mit dem Anblick extremer Enttäuschung an. Tja, das, was mit der Schlange in der Menschheitsgeschichte da passiert ist, im Garten Eden, funktioniert bei mir nicht. Sorry, ich hab aus der Bibel gelernt. Ja, ja. Auch wenn ich Religion inzwischen abgewählt habe. Naja, auf jeden Fall Kikis kleiner Lieferservice. Dafür, dass er von 1989 ist, war der tatsächlich gut animiert, muss ich sagen. Also ich fand ihn gut animiert. Er war ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht langweilig. Also er war süß. Die Gesten in dem Film waren sehr, sehr süß. Aber irgendwie war die Story ein bisschen nichts aussagend. Also mir fehlte da irgendwie die Charakterentwicklung. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Es geht da einfach um eine kleine Hexe. Und anscheinend müssen Hexen mit 13 Jahren von zu Hause ausziehen und sich dann eine Stadt suchen, wo noch keine andere Hexe ist. Keine Ahnung, ich nehme hier random Sachen mit. Kiste! Hier, yeah, Blutviole! Das. Oh, ist sogar ein Artefakt. Ja, endlich eine Heilung! Okay, das ist sehr, sehr gut. Ich hätte lieber den linken Weg gehen sollen, gell? Egal. Noch ein Fragezeichen! Als du den Raum betrittst, hörst du ein Gurgeln und das Zermahlen von Metallen. Vor dir liegt eine schleimartige Kreatur, die mehr als genug Schrott gegessen hat. Aus dem Inneren der Kreatur siehst du Licht schimmern. Vielleicht etwas Magisches? Es scheint, als könntest du ein paar Schätze bekommen, wenn du einfach in seine Öffnung greifst. Allerdings könnte die Säure und scharfe Dinge schmerzhaft sein. 3 TP und eine Viertelchance, ein Relikt zu finden? Auf jeden greife ich rein. Au. Autsch, du findest nur verrostetes Metall und etwas brennenden Schmerz. Toll. Trotzdem bist du immer noch überzeugt, dass es ein Relikt ist. Oh, jetzt kostet das schon 4 TP, aber meine Chance ist erhöht. Ja moin, greif nochmal rein. Aua. Nochmal. Au. 50-50 Chance. Go. Danke. Geschafft. Nachdem du dich durch das Metall und die brennende Säure gewühlt hast, bekommst du endlich das Relikt zu fassen und wirfst es hier raus. Du ziehst dich aus dem Schlamm heraus, lidiert, aber auch belohnt. Cool, was haben wir bekommen? Ich meine, dafür haben wir jetzt so 20 Leben oder so geopfert. Immer wenn du einen Trank nutzt, heile 5 TP. Okay. Da bin ich vollkommen konform. Außerdem können wir uns gerade heilen. Jetzt sind wir quasi wieder da, wo wir eben waren. Das ist auch nice. Einfach mit einem weiteren Relikt. Ich glaube, ich nehme die Rabattkarte mit. 8 Schaden und eine Karte ziehen. Klingt mega gut. Der Echsenschwanz wäre auch richtig geil gewesen. Ist quasi so ein One-Up. Wenn man stirbt, dann kriegt man 50% seiner Max-TP wieder. Wende zu Beginn jedes Kampfes 4 Gift auf alle Gegner an. Ja, nice. Ich glaub, das ist gut. So, kämpfen wir gegen den stärkeren Gegner oder gegen den schwachen Gegner? Wenn wir gegen den schwachen Gegner kämpfen, dann müssen wir halt gegen 2 schwache Gegner kämpfen und kriegen hier nicht noch einen Shop. Geh auf die schwachen Gegner. Ja, schwacher Gegner. 67 am Arsch. Wo ist das denn ein schwacher Gegner? Ohne Witz. Okay, so, eine abwerfen. Müssen uns auf jeden Fall blocken. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie Leben zu verlieren. Ich will ja auch was aus dem letzten Part gelernt haben, eventuell. Verschleimt sind wir. Oh mein Gott. Was ist da los? Oh, er hat sich aufgeteilt. Das Spiel ist irgendwie witzig. Aber ja, ich kann den Film trotzdem empfehlen. Kikis Lieferservice. Ging, glaube ich, so 1,5 Stunden oder sowas und war sehr... Also ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt. Der war sehr kurzweilig. Ich frage mich, welchen Ghibli-Film ich als nächstes gucken soll. Wenn ihr vielleicht noch meine Bewertung zu dem Film haben wollt, ich habe dem, glaube ich, eine 8 von 10 gegeben. Und Pompoko hatte ich eine 9 gegeben. Nur so zum Vergleich. Füge 8 Schaden zu, erhalte im nächsten Zug Energie? Ist das nicht viel zu krass? Okay, also die Stille ist mehr so energiebeladen. Wir haben kein Geld, deswegen möchte ich eigentlich lieber kämpfen. Ja, komm, wir kämpfen. Let's fight! Messer, ja, Messer tanzt, aber das war weg. Und wir kriegen nochmal... Stimmt, wir kriegen ja auch immer noch eine Karte dazu. Guck, das hätten wir nämlich auch nicht bekommen, wenn wir jetzt zum Shop einfach gegangen wären. Füge pro in diesem Zug gespielten Angriff 6 Schaden. Also das ist auch mega gut. Alter, ich mag die Stille richtig gern. Ausruhen wird sich nicht so ganz lohnen, weil wir nur 15 heilen würden. Dann hätten wir 8 weniger geheilt, als wir haben könnten. Ich schmied lieber, Leute.
Füge pro in diesem Zug gespielten Angriff 8 Schaden zu. Ach du Scheiße. Wenn wir dann... Das könnte man richtig gut kombinieren mit diesen mehr Energie bekommen und so. Ja doch, ich finde das geil. Vollstrecken. Ultra gut. So, erster Boss. Ein Blobby-Wobby. Wer hätte es gedacht? Er greift nicht an. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall erstmal alles reinballern. 8 Dinger zufügen. Okay, das war schon mal eine gute erste Runde. Was haben wir denn eigentlich so für Tränke noch? Wähle einen von 3 zufälligen Fertigkeitskarten. Nimm sie auf die Hand. Sie kostet für diesen Zug 0. Deine nächste Karte in diesem Zug wird 2-mal gespielt. Oh, Verdopplungstrank ist halt mega geil. Wenn wir das mit diesem Vergeltungs-Plus-Ding hinbekommen könnten. Hier, mit dem hier. Wenn wir jetzt in der nächsten Runde 2 Energie dazu bekommen, dann ganz viele Angriffskarten bekommen. Oder sind die jetzt alle schon hier drin? Nee, wir haben die Chance auf sehr viele Angriffskarten auf jeden Fall. Ja, guck mal. Und dann noch vollstrecken. Wir kriegen die auf jeden Fall in der nächsten Runde. Alter, mega gut. Also ich glaube, ich bin hier gerade voll schlau. Ich fühle mich gerade auf jeden Fall ziemlich schlau. Mal gucken, ob ich tatsächlich so schlau bin, wie ich denke. So. Und Ende im Gelände. Was macht er? Schleim! Zerschmettern, zerschmettern. So, jetzt haben wir unsere Vollstrecken. Und wir können alles andere einsetzen. Und damit wird Vollstrecken jedes Mal stärker. Leute, guckt euch das an. 4 Angriffe gespielt. Das heißt, wir machen jetzt 32 Damage mit einer... Warte, wir können ihn jetzt schon töten. Verdopplungstrank rein. Zack. Und 64 Damage machen. Ja moin, was war das denn? Perfekt, ich habe kein einziges Leben verloren. Als ob wie. Kann man sich das angucken? Besiege einen Boss ohne Schaden zu erleiden. Ja, easy game, würde ich sagen. Die hat immer ganz viel Energie. Was ist los mit ihr? Wollen, dass man immer Karten nachziehen kann und so. Und es kostet 0. Ja, Mann, das ist ja wie Krug der Gier bei Yu-Gi-Oh! Und wir kriegen noch eine riesige Kiste. Oh mein Gott, ein Auge. Ziehe in jedem Zug 2 Karten mehr. What the fuck? Aber man beginnt dann verwirrt. Also es ist auch ein bisschen schlecht. Immer wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Kann aber auch ganz geil sein. Kann man seine Karten angucken? Wir haben halt richtig viele Karten, die nur 1 kosten. Ich glaube, dann wäre das nicht so geil. Angriffe, die 0 kosten, fügen 4 mehr Schaden zu. Das wäre richtig gut mit diesen Messern, die wir haben. Ich glaube, ich nehme diese Unterhandklinge. Dann sind wir ein kleiner Assassine. Und wenn wir dann die Messer bei uns haben, dann machen die alle 4 Damage mehr. Welchen Weg wollen wir gehen? Wir gehen den rechten Weg. Und dieser Weg wird ein leichter sein, denn dieser Weg ist nicht steinig und auch nicht schwer. So, Adrenalin kann man ja quasi immer einsetzen, kriegt man ja einfach nur neue Karten dazu. Ja! Ich liebe es! Ach Mist, schwach hätte ich zuerst machen sollen. Er greift an, okay, dann blocke ich auf jeden Fall noch einmal. Ich kann nochmal angreifen. Läuft ja richtig bei mir. Wir machen so viel Damage und so. Krass, also entweder ich habe mega viel Glück oder die Stille ist einfach voll OP. Wir 8 Schaden, zu ziehe eine Karte. Nimm 3 Messer auf. Und die machen alle 4 Damage mehr. Und kosten nicht mal was. Oh mein Gott. Ja, damit ist der tot. Holy shit. Alles klar, noch eine Karte. Noch ein Messertanz auf jeden. Ich gucke mir die anderen gar nicht an. Ich nehme auf jeden Fall den Messertanz. Oh, der hat 100 Leben. Okay, Adrenalin auf jeden Fall. Immer schön am Anfang des Kampfes. Adrenalin in die Venen. Leide. Ein Bann. Immer wenn du eine Nicht-Angriffskarte ausspielst, mische einen benommen in deinen Nachziehstab. Okay. Aber er hatte gesagt, dass ich nicht angreifen will. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber da, Messertanz zählt als... Egal. Wir machen den jetzt so viel Damage, der ist jetzt schon tot. Aber Messertanz zählt natürlich als Nicht-Angriffskarte. Bye-bye. Man kann so viel Damage machen mit diesen Karten. Kostet 0. Meucheln. Ja, komm, wir werden jetzt einfach... Wir nehmen einfach den Assassin-Weg. Beim weiteren Aufstieg beginnt dicker schwarzer Rauch aus dem Boden und Wänden, um dich herum zu quillen, welcher sich zu 3 maskierten Gestalten formt. Süß. Das sieht aus wie bei Chihiros Reise ins Zauberland irgendwie. Mit diesem Oben-Gesicht. Das sind, glaube ich, auch Oben-Gesichter, ne? Ach, eine von dir aus Puppen, glaube ich. Jawohl, die macht immer die lustigsten Spielzeuge. Dir fehlt ein riesiges Grinsen auf, als sich die dritte Gestalt an dich wendet. Ignoriere die anderen. Magst du eine Kostprobe unserer Kraft? Erhalte 5 Apparieren. Was ist denn ein Immateriell? Erhalte ein Immateriell? Verliere 39 Max-TP. No way. Ich weiß nicht, was es ist. Ist wahrscheinlich richtig, richtig stark, aber die Hälfte meiner Max-TP weg? Nee, nee. Wie enttäuschend. Früher oder später wirst du zu uns kommen. Die Form verblassen. Nur das nervtötende Lachen klingt in deinen Ohren nach. Der kriegt 4 Damage durch Gift. Ich hätte den jetzt halt gerne schon tot, ne?
komm. Machen den tot, dann da, da. Und natürlich den hier. Ach du Scheiße, wie viel Damage macht das denn jetzt? 16, 32, 48 Damage. Das langt sogar schon. Das ist alles viel zu stark. Ja, ja, ja. What the hell? Ich glaube, ich schaffe den zweiten Akt jetzt mal. Und der Taylor Hardwick hat einfach Hardwick? Sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Hat einfach gemeint, ich schaffe den zweiten Akt. Ich schuss schnell. Ja, ja. Du wagst dich durch eine Reihe von Gräbern und stehst nun vor einem großen, edelsteinbesetzten Sarkophag in der Mitte eines runden Raums. Du kannst die Inschrift auf dem Sarg nicht entziffern, bemerkst jedoch, wie schwarzer Nebel aus den Seiten strömt. Halt ein Relikt, aber werde verflucht. Ja, ja, gib mir mal das. Gib mir mal irgendein Relikt. Füge zu Beginn deines Zuges allen Gegnern 3 Schaden zu. Okay. Du stößt den Sarg auf. Da speit schwarzer Nebel heraus und hüllt den gesamten Raum ein. Im Inneren findest du keine Leiche, nur ein Relikt. Du nimmst es an dich und gehst heftig hustend weiter. Ist ja wie bei Tutanchamun. Der hat doch auch irgendeinen Fluch auf seinem Gedönsels. Oh mein Gott, kleine Gnome, aber die haben alle gar keine Leben und haben jetzt sogar noch Schaden bekommen. Ich mag das sehr gerne. Oh, okay, never mind, die haben keine Leben. Der hat einfach 150. Ach, ein Meucheln haben wir auch immer, weil das ist auch angeboren. Das heißt, wir haben das immer von Anfang an. Kann der auf jeden Fall weg, kriegen wir den anderen auch tot. Kriegen wir... Ja, doch, kriegen wir hin. Wenn wir den angreifen und dann müssen wir... Ist ein bisschen vergeudet. Aber dann ist der wenigstens weg. Das ist schon in Ordnung. Das Sammeln. Oh, was? Als ob er kleine Dämonendiener einfach erschafft. Läuft ja richtig bei ihm. Die sind süß, diese kleinen Dämonen. Guckt sie euch an, wie knuffig die sind. Tödliches Gift. Schwäche auf dich. Erhalte mehr Dinger. Und Messer hätte ich auch gerne. Merci. Und im nächsten Zug sollte er dann tot sein. Allein durch das... Ja, durch das Gift allein schon. Mann, hör doch mal auf hier über deine kleinen... Lauft! Da laufen sie weg. Und wir kriegen noch ein weiteres Relikt dafür. Verursacht bei jedem 10. Angriff doppelten Schaden. Jetzt muss man da auch noch drauf achten. Füge x mal 7 Schaden zu x mal. Was heißt denn immer dieses x? Schwäche, Messer, Messer, Messer. Würgen, Alter, diese Bilder. Noch eine Kiste. Noch ein fucking Relikt. Immer wenn du einen Fluch nimmst, erhöhe deine Max-TP um 6. Kriege ich nicht sowieso von Anfang an immer einen Fluch? Egal, so oder so ist es mega gut. Diesmal werde ich mich auch ausruhen. Jetzt haben wir wieder volle Leben. Macht er dabei immer das Bett kaputt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, wir könnten 3 Fragezeichen hintereinander gehen. Auf jeden Fall mache ich das. Ihr wollt mein Geld? Nein. Nein, nein, nein. Dafür habt ihr viel zu wenig Leben. Ich meine, hallo, wir sind hier in der... Wir sind hier im zweiten Akt. Ihr könnt doch nicht im zweiten Akt hier ankommen. Denkt ihr, ihr seid die allerkrassesten oder was? So, blauhaariger Fuzzi. Du erinnerst mich zu sehr an den Joker. Deswegen musst du jetzt sterben. Bye, bye. So, er ist weg. 3 Messer nehme ich gerne. Den meucheln wir hier auch noch. Oh. Okay, der hat ein bisschen mehr Damage bekommen, als ich gedacht hätte. Hä, wieso machen wir jetzt so viel Damage? Wir kriegen wieder die rote Maske. Die hatten wir letztes Mal auch schon. Macht die nochmal schwächer. Ja, wir gehen mit den ganzen Fragezeichen. Wir können es nochmal heilen. Hier können wir uns 2-mal heilen, aber das brauchen wir ja nicht. Fragezeichen sind das Beste. Ein Gremlin mischt wilde Karten auf einem Tisch. Dieses Monster scheint vor der harmlosen Sorte zu sein. Du näherst dich ihm aus Neugier. Oh oh. Hier sind 12 Karten. Finde Paare, um sie zu behalten. 5 Versuche. Aufgedeckt ist aufgedeckt. Bist du bereit? Los geht's. Okay, wir müssen jetzt Memory spielen. Oh nein. Alles klar. Wir gehen natürlich der Reihe nach. Nachtbild, Ungeduld. Okay, Reue will ich nicht. Nachtbild, Ungeduld, irgendwas anderes. Reue, Reue will ich aber nicht haben. Da ist Akrobatik. Das war da, glaube ich. Genau. Danke. Okay, zumindest eine Karte dazu bekommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob man mehr Karten hat, weiß ich nicht so genau. Wir gehen ins nächste Fragezeichen. Centurio. Alter, was die alles für Debuffs bekommen. Das ist viel zu heftig jetzt ohne Flachs. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber es ist halt einfach so. Im nächsten Zug noch mehr. Alles klar, hier, nimm einfach alles, komm. Komm, sei doch nicht so, sei doch nicht so. Hier, nimm auch das noch. Den. Warte, wir können den töten. 12 Damage. Ja, es langt sogar. Oh, wir haben noch mehr. Lol, der ist bestimmt auch tot. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und 2. Boss. Der Bronzeautomat. Und die Musik wird ganz dramatisch. Ja, 3 Messer muss ich doch eigentlich... Ich habe richtig viele Messer hier.
Oh mein Gott, wenn ich jetzt noch diese eine Karte hätte, dass mit jedem Angriff, dass er noch krasser wird, dann wäre ich hier einfach der Obermotherfucker. Alles klar, dann setzen wir das ein. Er greift nicht an, das heißt, wir können auch erstmal nochmal meucheln hier. Messer, 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 Messer. Oh, er ruft kleine Wesen, das ist nicht gut. Na gut, dann mach das auf den, I don't care. Wenigstens zweimal. Kann nicht blocken. Hä? Ach so, das hat jetzt zwei gekostet. Ah, X. Okay, es ist nicht zufällig mit dem X, sondern so viel, wie wir Energie übrig haben, ist das X. Wenn wir noch eine Energie übrig haben, dann greift er halt einmal an. Wenn wir drei übrig haben, dann greift er dreimal an und so weiter. Füge 10 Schaden zu, ziehe eine Karte. Geht das jetzt trotzdem? Nee. Nein, und die Schreibfeder war gerade. Wir hätten doppelten Damage gemacht, aber ich hatte leider keine Energie, deswegen habe ich natürlich auch kein Damage gemacht. Ah, das war dumm. Und er macht 38... Oh, fuck, ich habe nicht drauf geachtet. Hilfe! Könnten Sie das lassen? Okay, wir haben richtig viel Energie, gell? Ich werde alles auf ihn packen. Messertanz. Zack. 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 Und der Rest verschwindet. Okay, heftig. Ich habe wirklich den zweiten Akt einfach beim zweiten Tribe geschafft. Wow. 1000 Schnitte. Immer wenn du eine Karte ausspielst, füge allen Gegnern einen Schaden zu. Oh, das ist, genau, das ist eine Macht. Mächte sind richtig gut. Ja. Naja. Ich finde Mächte toll. Ein Häuschen, ein winziges Haus. Erhalte einen Trank, erhalte 50 Gold, erhöhe deine Max-TP um 5. Wähle eine Karte für dein Deck, verbessere eine zu... Was kann man denn da alles machen? Erhalte beim Aufheben einen besonderen Fluch und drei Relikte. Drei Relikte, aber auch einen Fluch. Relikte sind einfach so gut, dass mir doch dann ein Fluch egal, oder? Kann nicht aus dem Deck entfernt werden, aber sie ist einfach nur unspielbar. Jetzt haben wir zwei unspielbare Karten im Deck, aber dafür kriegen wir zwei weitere Tränkslots. Jede Fertigkeitskarte, die wir halten, ist verbessert. Und wir können nicht mehr schwach werden. Ach du Scheiße, ey. Der Run geht einfach schon 42 Minuten. Was soll ich denn so lange? Das guckt sich doch keiner an. Ich bin zu gut in diesem Spiel. Einfach zu gut. Hier, ich meuchel dich zu Tode. Oh, der sieht auch cool aus. Wie so ein Käferviech. Okay, dann haben wir unsere Vollstreckenkarte. Und genau jetzt... Doch, wir haben Sachen, die angreifen. Damit bist du tot. I'm sorry. Ja, endlich wieder ein Fragezeichen. Ein Gremlin mischt wilde Karten. Mhm. Hier sind 12 Karten. Okay, wieder Memory. Diesmal gehen wir so richtig random. I don't care. Kann ich mir... Scheiße. Hatten wir die schon? Na, ich bin so dumm. Die hatten wir schon. Ja, Ausweichrolle. Nice, ich habe noch einen Versuch. Als ob. Danke. Und Leute, welche Filme habt ihr so in letzter Zeit geguckt? Wenn 99 verwundbar an. Was? Verwundbare Kreaturen erleiden 50% mehr Schaden durch Angriffe. 99 verwundbar? Und immer das Fragezeichen. Fragezeichen ist immer gut. Ja, ja, 999. Genau, da kommt einfach ein, wie heißt du? Schwundling an. Du bist selber so ein Schwundling. Soll das denn jetzt hier? Der einfach 20 Damage. Aber guck mal hier, verwundbar. Du bist 99 verwundbar. Für 100 Züge. Du bist jetzt für 100 Züge verwundbar, damit das klar ist. Zack. Okay, und das haben wir anscheinend auch wieder, genauso wie die anderen Dinge, immer von Anfang an. Kling, kling, kling. Und jetzt macht er einfach gar kein Damage mehr. Hä, haben wir ihn seine Angriffskraft geklaut? Das ist ja auch super dumm. Ach du Kacke, ey. Okay, das wird aber ein sehr, sehr langer Fight jetzt werden. Oh nein, dieser Nuller-Damage. Boah, er macht gleich 37 Damage. Das tut natürlich schon so ein bisschen weh, ne? Aber ist mir egal. Mach ruhig. Mach ruhig, mach ruhig. Du machst gar kein Damage. Was habe ich erzählt? Der macht gar kein Damage. Null. Einfach null. Er kann einfach kein Damage machen. Er ist einfach zu dumm dafür. Ich mag diesen Gegner. Guckt euch das an. Sein Damage sinkt und sinkt. Es war doch wieder null Damage. Ich weiß nicht so ganz genau, warum, aber es funktioniert ja ganz gut. Also von dem her, Angriff ist die beste Verteidigung in dem Sinne. Ey, das steigt immer mehr, sein Angriffsschaden. Der wird immer stärker. Oh boy, ich will doch jetzt kein 24er Damage bekommen. 21. Das tut... Jetzt ist er weg. Warum ist er tot? Woran ist er gestorben? Hä, hatte der nicht noch eben 300 Leben oder so? Ich bin so verwirrt durch alles. Wie du so läufst und das Chaos des Spires durchquerst, fühlen sich deine Gedanken plötzlich sehr echt an. Allmählich manifestieren sich Vorstellungen von Monstern und Reichtümern in der Realität. Die Erfahrung eilt flüchtig davon. Kämpfe einen Boss des ersten Aktes, erhalte ein seltenes Relikt. Verbessere alle Karten, du kannst dich nicht mehr heilen, das ist scheiße. Heile dich komplett, brauche ich nicht.
Dann kämpfen wir einfach nochmal gegen den ersten Boss. Ja, ja. Vollstrecker. Also das, das. Vollstrecken. Nicht tot. Kriegen wieder 6 Damage rein. Oh oh. Ich verliere hier ganz schön viele Leben. That's not good. No, no, no. Not good at all. Not so good, not so good. Okay, aber egal, was wir jetzt machen, er ist tot. Und wir kriegen ein seltenes Relikt, haben sie gesagt. Füge am Ende deines 7. Zuges ein, Gegner 52 Schaden zu. Und wir müssen uns auf jeden Fall heilen, deswegen ruhe ich mich auf jeden Fall aus. Der Boss hat uns doch ein paar Leben abgezogen. Wir kriegen schon wieder eine Kiste mit Tasche der Vorbereitung. Die zu Beginn jedes Kampfes 2 Karten mehr. Kann das? Gibt's da irgendein Maximum? Wenn das hier hinten ist oder so? Ich bin gleich schon beim dritten Boss. Ist das schon der Spire hier? Hallo, bist du der Spire? Ein Haifutzi mit komischen Sims-Teil über ihn. Ist das ein Charakter aus Sims? Kann gut sein. Die Karten, wir von Anfang an immer haben. Was ist die nochmal? Nein, ich will mehr Damage machen. Ich will die Karte ganz am Ende einsetzen, aber er ist leider mit jedem Hit jetzt schon tot, oder? Na gut, dann halt nur 12 Damage. Ein Tentakel, Spire-Wuchs. Okay, dann glaube ich tatsächlich, dass wir gleich beim Spire sind. Hä? Spiele ich das Spiel einfach durch beim zweiten Versuch? Schlitz, Schlitz, Schlitz und du bist tot. Und jetzt bin ich gespannt, sind wir jetzt beim Spire? Bist du der Spire? Nee. Doch, der Erweckte heißt Spire erweckt. Nur 3 Messer, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Meuchel, Meuchel. Töti, Töti. Jetzt greifen sie gleich alle an. Das kann halt richtig böse sein, wenn alle gleichzeitig angreifen. Oh, Vollstrecken. Mega gut. Vor allem mit Messertanz. Warte, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Können wir irgendwas... 5 Stärke. Nehmen wir. Wir setzen auf jeden Fall Messertanz ein. Damage, Damage, Damage. Schnitt. So. Vollstrecken macht wie viel Damage? 26 plus 26, 52. Dann setzen wir das Glasmesser ein. Jetzt machen wir 75 Damage damit. Wäre geil, wenn jetzt noch die Schreibfeder auf 10 wäre, ne? Das wäre richtig gut gewesen. Na gut, vollstrecken. Ich will aber nicht so viel Damage gleich bekommen. Andererseits, nach diesem Kampf habe ich ja wieder volle Leben. Ja, dann passt das schon. Ist schon in Ordnung. 32 Damage einmal kassieren. Komme ich mit klar, solange der Typ jetzt gleich stirbt. Oh oh. Wir könnten eventuell im nächsten Zug tot sein, wenn wir ihn jetzt nicht tot bekommen. That's not so good. Okay, wie viel Damage machen die? 24 und 18. Und 43. Wen erinnert diese Musik gerade auch noch an Sephiroth? Mich erinnert das gerade mega an Sephiroth. Aber wisst ihr, was wir machen können? Ich glaube, wir müssen alle töten. Er kriegt nochmal 10 Damage nach dieser Runde. Heißt, wenn wir ihn jetzt... Ne, 6 Schaden langt nicht. Kacke! Ich hab dumm überlegt, Leute. Ich hab dumm überlegt. Okay, komm, wir nehmen eine Karte aus dem Abziehstapel. Und zwar... Ja, Messertanz wäre auch ganz geil. Mit Messertanz wäre auf jeden Fall tot. Oder aber wir nehmen Vollstrecken. Dann ist er auch tot. Ja, Messertanz. Kostet ja auch nichts. So, dann ist der weg. Dem machen wir auch nochmal Damage. Und... Keine Ahnung, dann blocke ich mich halt noch einmal. Fertig. Er ist tot. Grrr. Und die anderen laufen aber nicht weg. Okay, ihr... Hä? Yo, okay. Es ist nicht umsonst der Erweckte. Ist das jetzt aber der Spire oder nicht? Oh ja, ich sterbe im nächsten Zug. Nein. Ich habe doch jetzt alles eingesetzt. Ich kann das nicht blocken. Ich kann das nicht blocken. Fuck. Okay, wir müssen 3 Karten ziehen. Wir müssen 4 Panzerrüstung bekommen. Was macht das? Jetzt hier Block am Ende deines Zugs und blockbarer Angriffsschaden reduziert Panzerrüstung um 1. Das ist jetzt aber überhaupt nicht geil, muss ich sagen. Füge allen Gegnern 14 Schaden zu. Okay. Ist der schon mal weg. Ein 40er Damage werden wir überleben. Wenn wir den jetzt noch tot kriegen hier, das wäre richtig gut. Ich kann den jetzt höchstens 9 Schaden machen. Nein, ich habe beim dritten Boss verloren. Ich kann nichts mehr machen. Gar nichts. Oder? Angriffe, die 0 kosten, fügen 4 Schaden mehr zu. Das heißt, wir würden 11 Schaden machen. Das ist eine Nullerkarte. Okay. Nullerkarte.
9 Schaden. Der ist tot. Oh mein Gott, ich überlebe noch. Zumindest eine Runde. Oh, wir hätten es auch so überlebt. Mit genau einem Leben. Wow. Macht da gleich 30 Damage. Okay. Kriege ich aber wahrscheinlich trotzdem nicht hin. Ich habe keine Tränke mehr. Mann, hätte ich gewusst, dass er wieder erscheint, dann hätte ich niemals alle Tränke davor eingesetzt. Das war jetzt richtig dumm. Okay, Terror auf jeden Fall. Ich kann aber 30 Damage nicht blocken. Kannst du voll vergessen. Oh, jetzt macht er nur noch 21. Hä? Macht er nur noch 21 Damage? Ich bin verwirrt, aber ich glaube, ich bin jetzt auch tot. Nein, er hat genau auf 0 gemacht. Genau auf 0. Scheiße, Mann. Wieso ist er wiedergekommen? Wieso? Warum? Weshalb? Aber er sieht cool aus, muss man sagen. Ja, dann war das eine viel zu lange Folge. Ich bin einfach bis zum dritten Boss gekommen. What the hell? Okay, aber dieses Spiel geht viel zu lang, muss ich sagen. Wende 6 Gefahren. Sobald dieser Gegner stirbt, erleiden alle Gegner Schaden in Höhe seiner Max-TP. Ach du Scheiße. Ach, das kriegt sogar alles. Ja, okay, also die gefällt mir auf jeden Fall. Das ist voll die giftige Type. Der Charakter haben wir auch noch freigeschalten. War jetzt eine viel zu lange Folge. Wer bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Das ist der Fakt. Ja, ansonsten bitte sagen, wo ich die Mods einstellen kann. Die würde ich nämlich schon gerne nochmal ausprobieren. War eine viel zu erfolgreiche Runde, ohne Witz. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.